Ich überlasse Ihnen hier die Bühne. Gerne, danke schön. Also Sie haben mit diesem Eingangsbeispiel gemerkt, dass unsere gewohnten Vorstellungen immer wieder etwas über den Haufen geworfen werden. Wir müssen uns bewusst sein, dass die Begrifflichkeit, in der wir stecken, irgendwie limitiert ist. Aktuell schauen wir zum Beispiel mit dem James Webb Teleskop ins Universum und Raum und Zeit konfluieren. Je tiefer wir ins Universum schauen, umso mehr gehen wir in die Vergangenheit, Raum und Zeit sind ein Kontinuum. Wenn wir in den Mikrobereich gehen, analog, plötzlich gewohnte Unterteilung der klassischen physikalischen Unterscheidung, Welle und Teilchen lösen sich auf. Sogar Energie und Materie ist im Mikrobereich konfluierend, überlappend, nicht mehr trennbar. Eigentlich ist es auch mit diesem dualistischen Konzept Psycho und Soma ganz ähnlich. Wir haben in uns fest verankert, dass das eine Dualität ist. Aus der Alltagserfahrung wissen wir doch, jedes Gesicht spiegelt sowohl biologische wie psychologische Aspekte. Wir erkennen in einem Gesicht ein Innenleben, ausgedrückt in Mimik und Gestik. Wir erleben einen Menschen. Ja, Sie merken also, die Begriffe, mit denen wir hantieren, die sind etwas unscharf, die sind konfluierend. Ich habe sehr, sehr Freude gehabt an diesem Signet. Diese rosa Wolke links ist auch so mehrdeutig konfluierend. Ich habe mich gefragt, was sie überhaupt ist. Ist es eine Darstellung des Hirnes oder nicht eher eine Cloud? Oder wieso hängt sie so am Rücken wie ein Flügel? Dieses Signet hilft uns zu diversifizieren, was wir unter Psyche verstehen und oft auch vermischen. Vielleicht zwei Unterscheidungen. Einerseits haben wir dieses kulturell-anthropologische Modell der Seele, das wertemäßig sehr wichtig ist. Und andererseits haben wir es mit der Gruppierung dieser Cloud und des Hirns mit einem Begriff der Medizin zu tun oder auch der Wissenschaft zu tun, der Neurowissenschaft zu tun, welche auch den Kriterien der Wissenschaftlichkeit genügen muss. Das Modell des kulturanthropologischen Seelenmodells, das geht ganz lange zurück, das ist also viel älter als dieses Psychomodell und hat Wurzeln in diesen vielen animistischen Kulturen, die uns vorausgegangen sind. Interessanterweise, der Begriff Psychosomatik taucht erstmals 1818 auf, von einem Herrn Heinroth erstmals so genannt, und der fokussierte sich damals noch auf den Begriff Seele und hat so ein moralisierendes Konzept daraus entwickelt. Heute ganz klar anders, die Psyche ist ein Gegenstand wissenschaftlicher Forschung geworden und das Fach der psychosomatischen Medizin möchte und muss und tut es auch diesen Prinzipien der Wissenschaftlichkeit genügen. Zu den Wurzeln. Die Wurzeln des Faches sind eigentlich die Wurzeln eigentlich unseres Fortschrittes. Nicht nur des medizinischen Fortschrittes, sondern generell unseres Fortschrittes als westliche Kultur. Rationalismus, Technologisierung, Spezialisierung. Und das ist aber auch die Basis für die Entwicklung unseres Faches im Sinne von etwas stützender, bahnender, humanisierender Gegenwirkung. Sie erinnern sich vielleicht, im Rahmen des Rationalismus, René Descartes, war es ab so 16., 17. Jahrhundert plötzlich normal, den menschlichen Körper zu sezieren. Es wurde aus dem Leib des Menschen ein Körper, ein ganz anderer Begriff. Und das ist aber auch die Basis eines Dualismus, dieses sogenannte kartesianischen Dualismus von René Descartes, sehr stark promotet, der zu einer Trennung in unserer Denke führte zwischen dem Körper und dem, was wir Psycho der Seele nennen. Und das bildet sich natürlich auch aus in der medizinischen Versorgung. Viele Länder haben dieses duale Versorgungssystem, einerseits die somatische Medizin, andererseits die psychiatrische Medizin. Und einer unserer Vorgänger in Bern, das ist Paul Dubois, sagte schon vor mehr als 100 Jahren, das funktioniert nicht. Wir haben quasi mit diesen Konzepten Seele und Körper einen zu schroffen Gegensatz geschaffen. Ja, und das erleben wir jeden Tag. Es gibt Patienten, die sowohl als auch Erkrankungen haben und nicht in recht in eine der anderen Türe passen, sondern in beide Türen müssten, also ein Ungenügen erfahren, wenn sie nur halb versorgt werden. Beispielsweise neurodegenerative Krankheiten, Traumatisierungen im Rahmen Verkehrsunfälle oder Kriegsverletzungen. Oder aber auch Essstörungen, wo es sich
die somatische Problematik sehr hartnäckig und sehr stark zeigen kann, andererseits im Hintergrund meistens eine psychiatrische Störung im Sinne einer Zwangsstörung oder Angststörung lauert. Nun, eine zweite Gruppe, und das ist das Kerngebiet der psychosomatischen Medizin, sind die sogenannten Weder-noch-Krankheiten, die nicht in die somatische klassische Medizin versorgt werden können, weil es an einem organmorphologischen Befund fehlt, also einer Organschädigung. Andererseits brauchen sie auch nicht unbedingt eine Psychopathologie zu haben, und sie haben dennoch Beschwerden, körperliche Beschwerden, Körpersymptome. Das sind immerhin 20-40% in der Grundversorgung. Also enorm viel. Sie alle haben hin und wieder funktionelle Störungen. Und die können aber bei starker Ausprägung wirklich großes Leiden erzeugen und führen dann wegen dieses Dualismus oft zu einer Mangel- oder Teilversorgung, Fehlversorgung, Drehtüreffekten, Doktorshopping und so weiter. Also beispielsweise die genannten funktionellen Beschwerden, häufig im Zusammenhang von Stress, aber auch die sogenannten chronischen Primärschmerzen, das sind Schmerzkrankheiten ohne erklärende ursächliche Schädigung im Gewebe, aber auch beispielsweise die drei Diagnosen, die Sie wahrscheinlich kennen, Reizdarm, Reizmagen, Reizblase. Nun wollen wir ja Wechselwirkungen im Fokus haben, und wie können wir dann diese Störung erklären, wenn nicht psychisch noch somatisch? Zwischendrin hat es was. Einerseits die Körperregulation, das Nervensystem, das Immunsystem steuert unsere Organe, andererseits die Perzeption, die Wahrnehmung, die unser Hirn informiert über das, was geschieht im Körper. Mit diesen beiden Pfeilen können wir fast alle psychosomatischen Störungen verstehen. Und ich wiederhole mich, passen Sie auf, die psychosomatischen Störungen haben auch eine physiologische Basis. Nervensystem, Hormonsystem, Immunsystem, genetische Mechanismen, aber auch Darmflora haben einen Impact, einen Einfluss und sind quasi Transportmedium für die Entstehung dieser Störungen. Weil sie multikausal sind, müssen sie auch multimodal angegangen werden. Darüber hören Sie einen Vortrag morgen. Also, wir dürfen aber stolz sein, in der Schweiz ist es so, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, Deutschland ist vielleicht noch Vorbild, dass wir eine nicht nur duale Versorgung haben, sondern immer mehr an den großen Universitätskliniken und Zentrum Spital auch psychosomatische Abteilungen. Also eine dritte Tür. Es freut mich sehr, dass es etwa ein Dutzend Kliniken gibt im Rehab-Bereich, die ebenfalls psychosomatische Angebote auf hohem Niveau machen. Drittens ist es so, dass es etwa 800 Titelträger der Medizin gibt in der Grundversorgung, die diese Zusatzausbildung, diesen Schwerpunkttitel in psychosomatischer Medizin erworben haben. Zwischenfazit: Wir trennen uns von diesem obsoleten dualen Sterbermodell des kartesianischen Dualismus, der heute eigentlich in Realität ersetzt wird von einem non-dualen Modell des Lebendigen, das voll interaktiv ist. Zur Technologisierung, ganz kurz nur, das ist generell ja so, dass im Rahmen der Technologisierung dieses Fortschrittes vielleicht die Subjekthaftigkeit eher etwas in den Hintergrund gerät. Und es ist auch interessant, mit unserem technologischen Denken haben wir auch immer mehr in den 90er Jahren das Hirn anfangen zu verstehen als irgendwie eine Art Biocomputer. Jetzt sind wir in einer dritten spannenden Schwelle und Stelle. Wir sind gerade am Technologisierung der Intelligenz. Also es hört nicht ganz auf, dieser Trend. Aber was uns und auch der Psychiatrie ein ganz großes Anliegen ist, dass wir da den Menschen nicht verlieren, dass wir uns nicht zum Objekt machen. Diesen Satz verstehen Sie sofort, wenn jemand Ihrer Angehörigen ins Spital kommt und sich nur noch wie ein Gegenstand behandelt fühlt. Das wollen wir nicht, das ist ein Korrektiv, das wir mittragen mit der inneren Medizin, mit der Psychiatrie, um da das Subjekthafte wieder richtig in den Fokus zu kriegen in unserer Humanmedizin. Was unterscheidet ein Mensch von einer Maschine? Es ist etwas lapidar, wir erleben. Die Erlebensfähigkeit, dass Sie etwas mitkommen von diesem Vortrag, ist Erlebensfähigkeit, zusätzlich Selbstreflexion bis Scham, das kann eine Maschine nicht. Also, wir sind unterwegs, da ein Korrektiv zu machen, zurück zum Menschen. Zur Spezialisierung, ganz zum Schluss, auch das ist eine große fortschrittliche Entwicklung unserer Medizin, unseres ganzen wirtschaftlichen Aufstrebens, dass wir Spezialisten haben. Dieser Spezialistentrend hat natürlich auch in der Medizin eine ganz große Ausprägung
erreicht, aber auch mit einer gewissen Gefahr verbunden, der Fragmentierung, der auch Dehumanisierung. Spezialist, ein Spezialist. Interessanterweise, und nun die Wachstumszone des Faches psychosomatischen Medizins, ist es so, dass im Rahmen dieser Diversifizierung in dieser Organdisziplin hat auch eine Diversifizierung der psychosomatischen Medizin stattgefunden. Eine spezielle Psychosomatik ist entstanden mit Neuropsychosomatik, Psychodermatologie, Psychoendokrinologie, Psychoimmunologie und so weiter. Ziel all dieser Fächer ist es, eine Rekontextualisierung zu machen des Organwissens in den Kontext des Gesamtorganismus, weiter noch des Individuums, des kranken Individuums in Bezug zu seinem Umfeld. Dazu vielleicht Illustrationen. Unser Fach hat sehr viel geforscht, wie der soziale Kontext sich auf die Gesundheit auswirkt, beispielsweise auf die Hirnentwicklung. Und es ist schon so, dass man seit mehr als 20 Jahren Daten kennt, die bestätigen, dass quasi Mangel an Zuwendung in den ersten Lebensjahren zu einem Anstieg der Morbidität von psychiatrischen, somatischen und psychosomatischen Krankheiten führt, einhergehend mit einer kumulativen Lebenserwartungsminderung von bis zu 20 Jahren. Also viel. Zusammengefasst, wir alle versuchen, die Organmedizin zu rekontextualisieren in etwas, das in Zukunft auch den Namen Humanmedizin mit Würde trägt. Ich freue mich, dass Sie hier sind und sich inspirieren lassen. Besten Dank.